allem müssen wir hier ganz hoch, oder? Junge, du, das ist ja mal ein Fasch, das lohnt sich. Oh je, oh nein. Nein. Junge, das ist ja mein Fahrstuhl. Das lohnt sich. Alter, seht es. Du hast mich fertig. Also, also heute. Ja, soll ich dir mal zeigen, seht es? Komm mal her. Ja, bitte. Komm mal her hier. Komm mal hier. Ah, klasse. Da geht's ja noch ein bisschen höher. Ja, da werde ich, glaube ich, heute nicht mehr mit fertig. Ja, Mensch. Und weißt du, was das hier ist? Sehtest. Ja. Das ist der Galgen, oder? Nee, das ist kein Galgen und es ist auch kein Sprungbrett. Es ist tatsächlich ein von Caro erbautes Guckfernrohr. Ah ja, nee, also das habe ich ja sofort. Also da, das, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Eggy, guck's dir besser nicht an. Oh, da. Es ist wunderschön. Da war sei mal nicht müde, so fies. Hat, nee, ich glaube, Eggy wird da nicht mehr aus dem Lachen rauskommen. Das war nicht also, fies gemeint, Caro versteht das. Wie geht es denn weiter nach oben? Ja, hier. Eggy, einmal... Was ist denn? Wie ich die ganze Zeit ihren Namen da rumlaufen sehe. Eggy. Ja, hi. Huch. Ah, ich war hier ja noch gar nicht. Ja, nee, ist hi, okay. Schatz. Ich muss hier runter, ich muss messen. Schatz, guck, da ist es. Ein Foto. Da. Hier. Hast du auch gleich erkannt, oder? Als Seefernrohr, oder? Oder? Zwillinge, ich habe eine Aufgabe für euch. Ja. Wir brauchen Glas. Also, das ist auch so. Okay. Nein. Cool, okay. Ecki. Oh, sie wird uns böse sein. Nein. Das sieht aus wie eine Waffe. Guck mal, wie mein Hund schon so ganz argwürdig danach guckt. Ist das eine Wurst? Ja. Eine Wurst. Eine Wurst. Seht ihr es? Kommen wir mit dem Aufzug irgendwie nach oben so, dass man theoretisch auch noch den normalen Weg hier benutzen kann? Oder baust du lieber außen an? Also mir wäre theoretisch beides... Also ich denke, außen ziemlich wäre einfacher, weil dann kann ich das besser von den Höhen her abschätzen. Gehen wir mal raus. Da ist nämlich... Also ja, wenn du einfach hier diese Richtung nimmst, guck mal hier, kannst du so an diese Seite oder so, irgendwie kannst du da bestimmt dran bauen. Okay. Und dann, unten, ja? dann halt nach Glas. Oben. Nee, nach unten müssen wir nicht, nur nach oben ist wichtig. Gib mir Glas. Echt nicht? Ihr wollt nicht nach unten? Hervorragend. Ja, nach unten, wir wollen ja nicht nach unten, wir wollten ja eher nach oben. Gott, Ecki, du bist zu weit. Oh, scheiße. Quasi von der Plattform hier wollt ihr lieber nach oben. Es regnet, ja, genau. Glas. Aber das ist ja gar nicht so hoch. Hervorragend, vielen Dank. Oh, da geht's gar nicht raus. Genau. Bis da ist die Scheibe vor. Das ja, hallo, hier. Alter, Ecki. Hier kommt ihr Herzblatt. Lass mich. Hat jemand auch Essen? Einen neuen Auftrag. Ja, Essen. Achso, neuen Auftrag. Aber Schatzi, dann brauchst du ich ja ich habe sogar einen auch. Auftrag für euch. Zäune machen. Wo seid ihr denn? Oh, seid ihr hier irgendwo? Brauchst du ja Diamantenspitzhacken. Guck mal, ne? Da. Hier, ich nimm das Holz. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Obsidian. Also, brauchen wir Diamanten. Hinter dir, da. Diamantspitze, ja. Und dann brauchen wir ganz, ganz viel Schleim. Da liegt Holz. Nehmt euch das. Schleim? Ja, Schleim. Ja, genau. Und jetzt macht ihr daraus ganz viele Zäune. Also, ich rede von... Also... Und jetzt zieht ihr einfach hier außen dran. Wie bekommt man denn jetzt hier Schleimblöcke hin? Ja, man muss Schleime zusammenbatschen. Batschen? Schleimkugeln zusammenbatschen. Glaube ich jedenfalls. Boah. Was soll man das denn finden? Naja, also, wir müssen Schleimis töten. Das ist, wird eine große... Das ist eine sehr große Sache. Mhm. Ja. Also falls gleich Zwillinge Langeweile haben, ich habe auch noch eine Aufgabe. Okay. Eins nach dem anderen. Wie wir sie einfach so Zwillinge nennen, weißt du? Als wär das so eine GmbH oder sowas. Die Zwilling GmbH hilft ihnen bei allem, was sie brauchen. Ja, ist doch super. Ja, für die auch, ne? Mach gut Werbung. Kann ich ganz kurz was testen? Allerdings bräuchte ich dann mal eine Materialkiste. Also ein bisschen. Detesten? Ja, was sie testen. Und zwar bräuchte ich... Was machst du hier?
Baum kaputt. Das ist unser neues geheimes Projekt. Ah, geheimes Projekt. Also ein geheimes Projekt. Das wird niemand da draußen erfahren, außer Jenny und ich. Mann, gut, du nimmst es gerade auf. So. Ja, das ist ja der Sinn dahinter. Oh. Na, klasse. Und dieser Sehtest. Brauchst du alle beide hier dafür? Ja, klasse. Ja, guck mal, die arbeiten zu zweit doppelt so schnell. Ja, das ist das, ja, naja, egal. Das nennt man Effizienz. Oh. Und vor allen Dingen sind sie kostenlos. Hallo, Ecki. Sofort. Moment mal, die wollten das, ja? Ja. Okay, halt, stopp. Eine Seite hat's richtig gemacht, die andere nicht. Was? Eine Seite hat's richtig gemacht, die andere nicht. Was stimmt nicht? Und zwar ist das hier richtig, weil das kommt hier nicht drauf, wisst ihr? Verboten. Doch, Material. Das hier, du musst theoretisch immer nur die Eckpunkte abhacken und nach außen setzen. Mehr Kolben. Musst du nicht machen. Alles gut. Kolben und Knopf. Okay. Betreten verboten. Du hast was vergessen. Denk geheim. Die Hightech-Abteilung. Guck mal, hier kommt noch eine Kamera ran. Billigbaustelle. So. Warte hier. Warte, Ecki. Das ist ja so à la Caro. So, und jetzt kommt das sehende Auge. Sie werden nicht zugelassen. Gehen Sie weg. Ja, das ist doch schon mal die halbe Miete. Jetzt brauche ich einen Kolben, Schatz. Ja, aber... Jetzt habe ich gar keinen... Craftet man das? Haben wir noch Eisen irgendwo? Eisen und ich brauche... Ja. Eisen. Die vier warte mal. Habt ihr nicht mal so eine Materiallagerkiste, wo ich dir einfach mal zugreifen kann, dann brauche ich mir da alles selber. Ja, hier hinten in dem Baum, wo du dich ganz am Anfang ausgerüstet hast, da liegt alles, Sehtest. Alles. Ja, bis auf Eisen und so der ganze Schissel. Ja, genau, Eisen haben wir nicht so viel. Ich hatte vorhin noch 16 Stück geholt, aber eher für die Mädels. Warum? Ich weiß nicht, ob die Mädels das überleben, weißt du, wenn wir die jetzt Eisen holen, schicken, gehen, tun. Aber theoretisch könnte ich ja halt auch mal bald nochmal eine Runde. Ich war schon unten. Wir haben den Weg fertig eingezäunt. Ach, ich bin fertig. So, Stein. Mach ihr habt den Weg fertig. Schon fertig eingezäunt, das ist ja vorbildlich. Dann die nächste Aufgabe gibt es wahrscheinlich dann von Jenny. Alter, heute ist sehr auf. Wir machen irgendwann mal eine Woodlands-Quest-Folge. Oh je. Ah. Und da müssen wir dann handeln wie ein NPC und keine Ahnung. Also, okay. Wenn ihr gerade echt nichts zu tun habt, dann bringt mal Glas mit. Ich hab. Zwei. Ja, Tazi. Wo bist du denn, Tazi? Da, guck mal hier. Jenny. Echt? Ein Eisenklumpen. Okay. Also, hier. Ah. So, ansonsten. Komm mal, Eisen habe ich oben Essen gehabt. In unserer. Ein nur. Ein Bar. Ja. Dohlenkistengedöns. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Eisen, hier, Gold, hier. Oh. Aber hier ist kein Eisen drin. Ja, nee, wie gesagt, wir haben ja kaum noch Eisen. Aber Diamanten für eine Diamantenspitzhacke. Brauch nicht so viel Eisen. Nimm einfach. Sabbel nicht. Leder, Knochen, hier irgendwo ist Essen. Rohes Essen und verarbeitet ist hier Essen. Vielleicht nehmt ihr euch nicht gerade alles raus, aber immerhin ein bisschen. Und ein Stockwerk oben drüber gibt's, glaube ich, bei unserem Kistengedöns. Ich kann ja mal kurz durchgucken. Redstone ein. Also hier oben in dem einen Ofen liegt noch ein bisschen Hühnchenfleisch. Schafsfleisch, aber nicht mehr so viel. Brauche ich so eine Wattwurzel. Okay. Bräuchten wir auch bald mal wieder Watt, wa? Was denn? Was müssen wir jetzt machen? Ja, halt so Essen und so. Ja, wir sind ja gerade dabei, die Farm anlaufen zu lassen. Was ihr machen müsst, könnt, das muss ich Jenny nochmal sagen. Okay. Am besten kommt ihr einmal zum Hotel. Wo ist denn okay. Das Hotel, wo die gerade dran bauen. Ja, genau. Alter, unsere Farm läuft ja richtig hart an. Ist auch sehr gut. Von außen sieht sie leider nur noch teilweise ein bisschen schräg aus. Ich sag jetzt einfach mal schräg dazu. Wurde die schräg gebaut?
Nee, das nicht unbedingt. Okay. Soll weg, Knuffi. Hallo, Bella. Hi. Hast du was Blaues im Nacken? Oh, Nackenspacken. Achso. Weiß auch nicht. Ja, auch nicht. Hallo, Jenny. Hi. Und zwar... Wo ist denn Wie ging denn nochmal? Hier einmal aushöhlen. Und zwar alles quasi wegmachen. Bis nur der äußerste Rand von dem Baum halt noch stehen bleibt. Wie zum Beispiel bei dem Stockwerk hier drunter, da seht ihr es ja. wenn hier so große Löcher sind, also hier habe ich jetzt noch nicht wieder aufgefüllt, aber dass man dann halt quasi hier guckt, ein bisschen wieder auffüllt, dass da nicht so riesig große Löcher sind. Könnte auch mal Fleisch braten, dass da halt quasi so ein großer Raum entsteht. Und das ich dann mach halt mal eine auf Köchin hier. Stockwerk, wo ich jetzt quasi die Treppe hinbaue, also hier oben ist ja auch schon eins wieder fertig. Und, ja. Ich hoffe, ich hab's verstanden. Ecki ist am Kochen. Also, wir müssen mal überlegen, ob wir vielleicht mit der Zeit, wenn wir davon genug haben, auf Kartoffeln komplett oben umschweifen, weil die bringen halt viel mehr, wenn man die einfach brennt, ne? Also, Kartoffeln? Ja. Ich habe auch nochmal 21 im Inventar. Wenn du möchtest, kannst du die auch oben andingensen, wenn du die nicht brauchst. Ich bin nicht da. Also, daneben nicht. Also du kannst sie abholen. Das war eine Aufforderung, wenn du die haben willst und anbauen willst. Achso, ja, das kann ich dann später machen. Aber ich muss gerade noch kurz hier. Ich nehme jetzt mal diesen bescheidenen Crafting Table aus unserem Aussichtsbaum weg. Also ich mache jetzt gerade richtig schön Futter. Also wenn jetzt jemand Essen braucht, komm zu mir. Ja. Zu den Öfen oben hin, bitte. Kannst du zu mir kommen? Ja, sofort. Ja! Ich bin erstmal am Brutzeln. Das dauert ein bisschen. Brutzeln. Alle, jetzt sind sie alle in Gang. Das sieht aus. Blutzeln. Es gibt überall nichts Besseres Feuer, als Brutzeln. Ja. Achso. Nein, theoretisch müsste es voll abfackeln. Ja, besonders wegen Setas Zigarette. Naja. Was? Ja. Eine Zigarette ist sowas oder schon. Oh, da ist was fertig. Nee, da ist kein Holz mehr. Nachwerfen. Nee, das ist kein gutes Vorbild. Ich bin Vorbild. Ecki, sag was anderes. Was anderes. Kann ich nicht. Dann eben nicht. Geht immer mit einem guten Vorbild voraus. Ach. Und das ist die Kartoffel. Pass auf, dass er nicht ausrutscht, Ecki. Ja. Ja, also, ich versuche es. Gerade wird es echt knappelig. Ich hab's gemerkt, es war doch ein bisschen rutschig. Ja. Aber das Problem ist ja, er sitzt ja auch noch fast neben mir so im Prinzip. Nicht, fast dass ich bald. Nicht, dass ich eine Schelle von ihm kriege heute noch. Also jetzt ist sie aber schlecht. Das wird er nicht wagen. Hä? Was redest du eigentlich von mir? Es hat ein bisschen gedauert jetzt gerade. Ja. Hä? Geh schon mal hoch, okay? Wohin? Eins weiter hoch. Ich koche. Irgendwie vermisse ich Karos Süppchen. Ja. Ich hab noch ein Süppchen. Ich hab auch noch ein Süppchen und ich werde es nicht essen. Hallo? Ihr bekommt von mir Fleisch. Ja, nicht so gut wie ein Karos Süppchen. Ja, stimmt. Vor allem bei der ersten Folge. Leute, ich hab Suppe gekocht. Das ist süß. Super süß. Wenn Caro diese Folge sieht, die denkt sich auch so, oh mein Gott. Caro wird diese Folge nie gucken. Und falls doch, Caro. Hi, Caro. Hallo, Caro. Hallo, Caro. Hallo. Jetzt wird sie einfach gucken, weil jeder sie darauf hinweisen wird. Ja. Also Leute, sagt Caro mal, dass sie die Folge gucken soll. Also Caro, wir vermissen dich. Ja, sehr. Deine Sprüche fehlen. Ich nicht. Ich schon. Jetzt habe ich die Stimmung wieder gedrückt, Caro. Oh. Ich fange an zu weinen. Oh je. Oh. Und das hat jemand gesehen. Da wird die Kartoffel doch ganz matschig. Schatz, sie hat mich gehauen.
Was? Was redest du? Da hinten läufst du. Ich bin hier am Bauen. Ich bin hier am Versuche-Versuchen. Am Versuche-Versuchen? Ja. Am Verknatterbuchen. Was? Ihr habt mich voll gehauen. Was redest du mir denn ein? Hä? Sag mal, Bibi, ja. Wie viele Etagen wolltest du euch haben? Ich glaube, du kannst langsam aufhören. Also, ich warte. Wolltest du ein bisschen Blätter? Oben, so die Suite? Ich weiß nicht, das wird ganz schön riesig. Aber okay, hau raus. Bau ab. Bin unten schon, die Lobby ist schon fertig und der Spa-Bereich ebenfalls. Okay. Dann die Etagen für die normalen Zimmer, die werden gerade bearbeitet. Die Treppe bis nach oben hin ist schon fast fertig und dann mache ich oben quasi die Suiten.